Und ich glaube, wenn ich das nicht spielen werde, dann werden viele, dann wird mein privates Leben zu Silent Hill, weil viele Leute mich dann besuchen kommen wahrscheinlich. Silent Hill Official Gameplay Trailer. Und der geht 14 Minuten. Okay, krass. Dann gucken wir mal rein. Ah, das sind genau die Sachen, die ich mag. Language zum Beispiel. Ich mag Sprachen. Ich habe bis heute Silent Hill 2 nur angespielt. Einige Male. Nie durchgespielt. Our special place. What could she mean? This whole town was our special place. You promised you'd take me there again someday. But you never did. Oh, die Musik. I got a letter. The name on the envelope said Mary. Mary died of that damn disease 3 years ago. Is she really alive? Jetzt muss ich gerade an PT denken. Ich hatte gerade einen kurzen traurigen Moment wegen PT. Dass Silent Hill das niemals kam. Schon ganz geil. Hey, wait. Ich möchte jetzt schon nicht da sein. War das bei Silent Hill 2 nicht so, dass der Nebel eigentlich nur da war? Weil die PlayStation damals das Spiel noch nicht anzeigen konnte oder darstellen konnte und man deswegen diesen Nebel eingebaut hat. Und der ist so ikonisch geworden einfach. Geil. Gibt's Gehacktes. Backseat Gaming wird auch hier furchtbar werden, ich weiß es jetzt schon. Ah. Okay.
What you got there? None of your business. Wow. You didn't love Mary anyway. What? Hey, wait! Wow, Eloisa patzig. How do you know her name? Halt schon ziemlich cool. Where did she go? I don't know. Let's look around. Atmosphäre ist super. This place feels so empty. More than the other places we've been. Sieht alles sehr cool aus. Gameplay sieht auch gut aus. Oh! Der Wind sieht cool aus. Die Charaktere im Close-Up kann man drüber, ne, kann man drüber streiten. Nurses in Training. Ah. Boah, das mit dem Licht ist auch geil gemacht. Laura, wait! It's okay. We don't want to hurt you. God damn it. Now, where is that girl? Ah, nurses in training. Ich habe Respekt vor Zombies, die auf Hochhackigen laufen können. Mann, drei Schläge! Kopf! Ja. Erstmal Spritze in den Arm, dann geht's einem besser. Habe ich jetzt gelernt durch Spiele. Klar, verbogene Nadel nimmt man mit. Das ist das Erste, was ich mitnehme, wenn ich irgendwo bin. Was mich jetzt schon nervös macht, weil ich auch gerade lese, jede Patrone zu sparen. Okay. Immer noch mal draufkloppen, wenn sie am Boden liegen. Im Spiel.
wird ein Spaß. Ah, es wird ein Spaß. Ich hasse jetzt schon alles daran. Egal, was du machst, das ist falsch. Stirb einfach. Bah. Bah. Igitt, igitt, igitt. Okay. Ach, Eloisa patzig ist wieder am Start. Away from me. And how do you know about Mary? Mary's my friend. We met at the hospital last year. Stop lying. Laura, I'm sorry, I didn't mean. Fine! Don't believe me! See if I care! Hey! Let go! I'm sorry, Laura, but I can't let you just run around this place. You might get hurt. Hurt by what? Look, just stay with me, okay? This is no place for a kid. Fine. But there's something I gotta get. Laura. It's important. What is it? A letter. From Mary. What? I hid it. In there. Zimmerwohnung renovierungsbedürftig. You sure this is where you left it? It's in the back. Behind an old pipe. Okay, wait here. Yeah. Laura. Open the door, Laura. Why should I? I'm a liar, right? Want me to open it? Huh? Do ya? Let me out of here, you little brat. In your dreams, fart face. Habt ihr uns Furzgesicht genannt? Please open the door. Boah. There's something in here. Sure there is. A big lying fart face. See a fart face. Laura! Kinder im Videospiel. Ich sag's euch, Kinder im Videospiel. Mal ganz kurz. So. Es ist Hühnchen. Es gibt Hühnchen, meine Freunde. Okay. Ah, gut. Ah, gut. Ich bin ehrlich, ich freue mich drauf. Mir persönlich ist völlig egal. Leute, ich weiß genau, es wird zu Tode gegatekeept werden, ja? Egal, was sie mit dem Remake machen, Leute hätten sowieso über irgendwas gemeckert. Und ja, bestimmt gibt es zwei, drei Kritikpunkte, die bestimmt valide sind. Pipapo, klar, streitet man sich drum, aber ich freue mich einmal drauf. Ich freue mich drauf. Und ich glaube, gerade für Leute, die damals das Original nicht gespielt werden, und das ist inzwischen wahrscheinlich der Großteil der Gamer, weil die Welt sich viele Jahre weitergedreht hat, der Großteil wird sich darüber auch freuen. Egal, auch wenn es ein paar Leute zerreißen werden oder sich über ein paar Sachen aufregen werden oder sonst irgendwas. Ich weiß, die paaren Gatekeep da auch durch die Gegend. Und das ist für mich auch okay. Aber ich freue mich drauf. Ich freue mich sehr drauf. Das war gerade, hat mir sehr gut gefallen, was ich gesehen habe. Spielst du das Original noch? Weiß ich nicht. Jetzt kommt erstmal das Remake, ne? Jetzt kommt erstmal das Remake. Schauen wir mal. Ist, ja. Und ich glaube, wenn ich das nicht spielen werde, dann wird mein privates Leben zu Silent Hill, weil viele Leute mich dann besuchen kommen wahrscheinlich. Und dann mit so einer Pipe verdreschen. Ja, geil. Ich hab Bock drauf. Mir hat gefallen, was ich gesehen habe. Voll cool. Geil. Ja, dann sehen wir uns im Oktober bei Silent Hill 2, wa? Scheiße. Warum habe ich das gesagt? Jetzt muss ich's spielen. Ha.
Naja, es wird schon irgendwie werden, ne? Ich krieg das Spiel schon irgendwie durch. Mal gucken. Shit.